Und hallo und willkommen zurück zum Alter mit Porsche. Wir sind hier bei der Versammlung. Diese Woche ist hier viel passiert in unserer Stadt. Alles in Ordnung. Okay. Aber ich bin ja wieder zurück. Er schläft schon wieder. Bla bla bla. Und so weiter und so fort. Alles sind happy. Ja, ne? Das ist alles für heute. Es wird spät. Okay. Mach's gut. Hi, Ginger. Hi, Bürgermeister. Fertig? Toll. Dann warten wir nur noch darauf, dass A und G ihren Zauber erledigen. Toll gemacht, Kiara. Eine Mega-Kettensäge habe ich. Yay. So, ich gehe nochmal kurz hier zu Ginger. Hi, Ginger. Papa war sehr traurig, als er hörte, dass Toddy das Feuer gelegt hat. Ich glaube, er erwartet zu viel von den Leuten. Okay. Ich fertige wirklich gern kleine Schmuckstücke an, aber es ist schwer für mich, die Rohstoffe zu sammeln. Ich will meine Familie damit nicht behelligen, weil sie alle so viel zu tun haben. Okay, mach's gut. Ich kann ja mal gucken, ob ich dir mal ein paar Rohstoffe mitbringen kann. Ich habe ja einige Edelsteine hier. Antoine weiß noch nicht genau, was er machen soll. Er dreht sich erstmal im Kreis. Es ist spät, Antoine. Komm, wir gehen nach Hause, oder? Ginger geht heute alleine. Die geht abends immer alleine hier und durch die Gegend. Finde ich auch ziemlich krass. Da ist der Musa. Hallo, der Musa. So, wir machen Feierabend für heute, ne? Ich glaube, das reicht für heute. Spira. So, das muss reichen. Ich muss noch zum Hafen gehen. Das können wir aber dann aber hoffentlich. Obwohl, morgen muss ich noch ein bisschen arbeiten. Aber mal gucken. Wir kriegen das irgendwie hin. Irgendwie kriegen wir das hin. Ich will ja noch wissen, was da abgeht auf der Sternlichtinsel. In dem neuen Dungeon. Das finde ich ganz cool. So, ein neuer Tag, ein neues Glück. Oh, ich laufe erstmal voll in mein Wohnzimmersofa. Ich warte immer, dass hier irgendwas passiert, weil das immer so lange lädt plötzlich auf einmal. Ich weiß auch nicht genau. Morgen, Spira. Ich habe einen Brief gekriegt. Ich wusste es. Ich wusste es. Irgendwas ist passiert. So. Zum Rathaus. Lieber Bürger, ich bin stolz darauf, dich zu der Eröffnungszeremonie für das Gasthaus an den heißen Quellen in Portia morgen einzuladen. Komm bitte vorbei und sieh dir die neueste Attraktion unserer Stadt an. Das Rathaus. Okay. Und wieder Material. Wow. Okay. Ich kriege jetzt auch Energiesteine und Daten. Das ist irgendwie randommäßig, ne? Im Augenblick habe ich echt viel Glück. So, wir gehen mal ganz schnell. Morgen, Ack. Ich muss eigentlich mal gucken, ob ich Akt noch überzeugen kann, dass er hier bei mir auf der Farm dann was macht. Vielleicht kann ich ihm das Modul geben. Ich sehe dich, Higgins! Nein! Kannst du nicken? Ich bin zuerst da. Ich gucke genau auf die Uhr, und dann bam, Punkt 8 bin ich drinne. In der Handelsgilde. Zack. Okay, jetzt haben wir es. 8-1. Ist halt so. Da ist ein S-Rang. Nehme ich direkt mit, ohne zu gucken, was es ist. Annehmen. Das ist ein D-Rang, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. So, jetzt kannst du gucken, Higgins. Ich habe das Beste schon abgezogen. Diese Kettensäge, ne? Erinnere ich ein bisschen an, wie hieß es nochmal? Lollipop Chainsaw? Ich glaube ja, ne? Braucht die eigentlich. Das sieht echt böse aus. Braucht die eigentlich Benzin? Warte mal, kann ich da nachgucken? Mit der Hand gehaltenes Schneidewerkzeug, das von Holzfällern oder Handwerkern verwendet werden kann. Angriff 300. Halte die Angriffstaste gedrückt, um kontinuierlich anzugreifen. Mission Südblock. Was? Das ist eine Waffe? Da muss ich aber eigentlich hier das Schwert rausschmeißen und die Kettensäge. Komm, wir machen das mal. Zack. Kann ich die Kettensäge denn hier so auf den Rücken packen? Ne, die habe ich in der Hand. Okay, das ist ein bisschen komisch, aber ist halt so. Okay, ich renne jetzt mit einem Hammer durch die Gegend und mit einer abgefahrenen Kettensäge. Das ist eine Waffe. Ich dachte, damit kann ich Bäume fällen. Oder so, kann ich damit Bäume fällen? Ja, ich kann damit auch Bäume fällen. Alles klar, gut. Gut zu wissen. Alles klar. Ey, warte mal, da müsste ich eigentlich mal so einen großen Baum fällen hier. Aber ich will jetzt keinen Baum hier um die Ecke fällen. Ich muss mal gucken, wenn ich da hinten irgendwo unterwegs bin, dann werde ich das mal machen. So, morgen, Ack. Achso, da ist schon eine Prinzessin und so. Was? Oder? Emily will wieder was? Ich glaube, Emily will was wegen der Prinzessin, ne? Ich glaube ja. Warte mal, wir werden mal ganz schnell. Vor allem ganz schnell. Einen Dünger mitnehmen. Und zack. Bestätigen, einen Dünger. Und dann werde ich zur Prinzessin gehen. Und mein Inventar sehe ich gerade, ist schon wieder total überfüllt. So, jetzt müssen wir gucken. Emily müsste ja direkt, siehst du, die kommt da runter und dann direkt auf dem Wege. Mir ist schon wieder die Puste ausgegangen, das gibt's doch nicht. Morgen, Emily. Kürbis muss das sein.
Kannst du mich auf die Kürbisprinzessin aufpassen? Okay. Danke, ich bin auf dich angewiesen. Das wird dir so lange passieren, ja, bis die Kürbisprinzessin groß ist. Ich laufe schon mal hin, weil ich ganz genau weiß, was die Kürbisprinzessin mag. Ein Dünger. Schön. Und jetzt ganz schnell wieder zu Emily zurück und sagen, ich habe aufgepasst. Wenn ich wieder Ausdauer habe. Ich muss immer noch meine Punkte verteilen, habe ich immer noch nicht gemacht. Wahrscheinlich habe ich total schlecht verteilt, aber egal. Emily. Vielen Dank, die Prinzessin sagt mir, ich soll Hihi sagen. Okay. Mach's gut, Emily. So, ich muss dir immer noch die Ohrringe besorgen. Ich muss da immer noch dran arbeiten. Ey, da bin ich einfach nicht zugekommen. So, was wollte ich denn jetzt? Ich muss irgendwas... Handelsauftrag Weidenkorb. Kann ich den bauen? Jo, weil ich Qualitätsleder habe. Alles klar, Weidenkorb ist erledigt. Und jetzt muss ich wohin? Wo rennt mein Ziel rum? Da oben. Und zwar ist das Nora. Nora möchte einen Weidenkorb haben. Das kriegen wir hin. Ich werde aber gerade nochmal, bevor ich das mache, gucken, ob ich noch ganz schnell eine Haltestelle bauen kann. Die natürlich wieder ganz vorne ist. Oh. Kann ich auf Handbuch gehen? Ich gehe hier hin und dann gehe ich dahin. Geht nicht. Ich muss echt zurückblättern. Da geht's nicht, weißt du? Aber wenn ich hier wieder neu lade oder so, dann muss ich wieder alles durchblättern. Und jetzt muss ich wieder nach ganz vorne. Na gut. Na gut. So, wo ist er denn? Da war er. Ich will dich bauen. Kann ich dich überhaupt bauen? Was brauche ich denn überhaupt, um dich zu bauen? Faserstoffe, Bronzerohre, Hartholzdielen, Bronzeplatten, Bronzeplatten. Bronzeplatten. Ich glaube, Bronzeplatten wird schwierig. Doch, Bronzeplatten habe ich sogar. Wow. Bronzeplatten, Hartholzdielen habe ich auch am Start. Faserstoff brauche ich 3 Stück. Haben wir auch. Dann kriegen wir das doch alles hin, glaube ich, oder? Bronzeplatten. Bronzeplatten. Das haben wir schon mal. Okay, dann die hier, die Hartholzdielen. Bam. Dann brauchen wir Bronzerohr brauchen wir noch, ne? Das brauchen wir noch. Ja, wir brauchen noch Bronzerohr, glaube ich. Was muss ich mir hier drüben noch holen? Das müsste ja auch schon... Oh, Benzin ist aufgebraucht. Echt? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass so viel verbraucht ist hier. Oh, wow. Okay, Bronzerohr habe ich vielleicht noch hier fertiggestellt, das Bronze, aber sie sagt mir, ich habe nein. Okay, dann müssen wir erstmal ein bisschen aufräumen. Das kommt weg. Ich habe ein Bronzerohr, das reicht mir leider nicht. Das reicht mir leider nicht so. Das Holz kann weg. Die Erze können weg. Das kann da auch rein. Was habe ich jetzt noch? Steine und Dinge. Das muss ich tatsächlich hier reinpacken. Bei Rohstoffen. Da und da. Dann bei Herstellung kann tatsächlich noch das da rein. Das auch. Das kommt wieder zurück und das. Was habe ich denn hier noch? Mal gucken. Dann habe ich hier noch Energiesteine. Die und die. Dann bei Beute nichts. Relikt und Crafting kann noch rein. Die Motoren, die alten Teile, das kann da noch rein. Was haben wir noch? Da haben wir nichts. Okay. Datendisk kommt noch bei Forschung rein. Jetzt habe ich die Faser noch und dann muss ich... Warte mal, Herstellung 2 hier. Das kommt wieder zurück. Faser habe ich hier, ne? Genau. Kann ich auch mal wieder stacken. So. Okay, der Rest kommt jetzt noch in die Essenskiste und dann bin ich auch wieder leer. Das ist ganz gut. So langsam habe ich ein bisschen Routine drin hier. Essenskiste. Zack, zack, zack und zack. Ich hätte jetzt gerne die 4 Rohre, aber so schnell sind die leider nicht, ne? Ne, 1 ist fertig. Toll, dann kriege ich die Haltestelle nicht fertig. Mann, ich habe mich so gefreut. Ich hoffe, die kriegt das fertig. Ich brauche die Rohre, ne? Ja, Bronzerohr. Ich brauche nur 2. Okay, dann kriege ich das vielleicht doch noch hin. Komm schon, zweites Bronzerohr. Komm schon. Es ist auch schon 12 Uhr. Das nehme ich mal mit. Ach komm schon, 1 noch. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Will er nicht? Ne, will er leider nicht. Schade. Ich muss ja immer noch zu Mali gehen, da unten am Hafen. Ich hoffe, ich kriege das noch irgendwann mal hin jetzt zwischendurch. Aber ich will halt auch ein bisschen Geld sammeln, weil ich ja jetzt noch ein bisschen was schaffen will hier.
Wenn ich noch mehr Aufträge für 16.000 kriege, wäre das natürlich der Oberhammer. Ich gehe aber mal davon aus, hoffentlich, dass das so gut gemacht ist, dass man das eigentlich ganz gut zusammenkriegen kann. Da muss man mal schauen. Komm schon, ein Rohr kannst du mir nur noch geben, oder? Ich weiß gar nicht, wie lange dauert das, ein Rohr zu produzieren. Da, so, jetzt habe ich. Bam. Zwei Rohre. Zack. Haltestelle fertig. Bam. Tada, schon lange nicht mehr gebaut, ey. So eine Portier-Haltestelle. Ist schon eine Weile her. So, Spira, wir müssen... Ich nehme erstmal dein Geschäft mit. Das räume ich nochmal gerade weg hier, weil ich will das nicht in der Tasche haben. Auch wenn es schön warm und knuffig und dampfend ist. Irgendwie eklig. So. Aber für Dünger, da freut sich der Humus. Ich bin mir nicht sicher. Die Pflanze. Wir müssen erstmal kurz darüber reiten. Darüber? Ja, wir reiten da einfach mal rüber. Kreuz- und Querfelder. Wieso kann ich hier eigentlich mit einer Leiter aufs Dach gehen? Das würde mich interessieren. Kann ich hier irgendwo... Ne, hier ist leider nichts. Okay. Spira? Spira? Ah, da bist du. Puh, ich dachte schon. Ich dachte schon, du bist jetzt abgehauen hier. Diese Schafe, ne? Diese Mini-Schafe hier. So, gucken wir mal. Du bist echt schon krass jetzt hier mit dem Reiten und mit der Ausdauer. Ist schon super. Dein Springvermögen müssen wir auf jeden Fall auch noch verbessern. Das finde ich abgefahren, dass man das alles verbessern kann. Ich dachte ja, dass einiges dann wieder schlechter wird, aber scheint nicht der Fall zu sein. So, dann pflanzen wir hier noch die neue Haltestelle hin. Sieht dabei immer noch ziemlich runtergekommen aus. Du bleibst kurz hier. So, Frauchen bastelt kurz. Ring. So, dann können die hier nämlich alle hinfahren. Sieht halt immer noch ein bisschen runtergekommen aus, ne? Mal schauen, morgen ist ja Eröffnung. Glaube ich. Dienstag war das? Naja, ich glaube. Da bin ich mal gespannt. Achso, wir können ja mal gerade hier, warte mal, wenn ich gerade hier bin. Ich habe ja hier so eine Kettensäge. Ah, okay. Man geht also nicht die ganze Zeit. Du machst immer drei auf einmal. Alles klar. Das ist gut zu wissen. Macht zwar schon Schaden, aber nicht so mega. Das ist nämlich wichtig, wenn man damit angreifen will, steht man nachher da und dann geht nicht. Das ist auch ein bisschen unheimlich, immer zu geben, dass du so stehen kannst. Oder du hast kräftige Hinterbeine. Glaube ich zwar nicht, aber naja. So, jetzt müssen wir noch, wo müssen wir denn eigentlich noch hin? Wen müssen wir denn besuchen hier? Nora. Stimmt, Nora müssen wir noch besuchen. Die ist oben. Wenn man da jetzt hochfliegen könnte, ne? Dann wäre das ein bisschen einfacher. Das ist aber auch gerade ein mega Schneesturm hier. Ich frage mich, ob das da oben ja richtig zieht oder windig ist. So. Das heißt, ich muss jetzt mal... Ne, da muss ich ja hin. Ich muss jetzt mal einen ganzen Umweg gehen, ne? Oder ist Nora unten? Ne, Nora ist oben, glaube ich. So, gucken wir mal. Ich kann jetzt auch leider keine Abkürzung hier nehmen, ne? Es sind nur noch ein paar Kisten, die ich noch nicht weiß, wie ich die kriegen kann. Ich glaube, die eine kann ich mit dem Boot nachher kriegen. Die andere da oben weiß ich noch nicht. Auf dem Tor zum Ödland. Oder zur Ödnis. Da muss man auch irgendwie hinkommen können. Da muss es irgendeinen Trick geben. Du bleibst kurz hier, ich komme gleich wieder. Ich gehe kurz Nora die Sachen geben, dann komme ich gleich wieder. So, Nora, dann... Da bist du ja schon. Hey, Nora. Ich kann Toddy verstehen. Schade, dass er seiner Frustration nicht auf friedliche Art und Weise Luft lassen konnte. Dein Handelsauftrag. Danke und möge Mutter Erde über dich wachen. Mach's gut. Tü-tü-tü-tü. So. Ich frage mich, ob man Nora auch heiraten kann. Ich weiß gar nicht. Aber hier geht's ja nicht ums Geld, sondern hier geht's ums Prinzip. Ums Prinzip? Nee, oder um die Ethik? Ich weiß nicht genau. Nachsehen? Zur Kirche des Lichts. Ach so, okay. Ich dachte gerade, da hinten. Nee, da hinten nicht. Doch da hinten. Alfred, was steht da? Alfred 2? Ich glaube ja, ne? Ich bin mir nicht sicher. Da hinten geht es, glaube ich, noch weiter nachher. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie ja, auch irgendwie nein. So. Das ist auch ein bisschen gefährlich hier ohne Geländer. Mensch, hier müsste eigentlich ein Geländer sein. Ey, bei so einem Wetter hier, wenn du da einen Abgang machst, dann war es das aber. Abandoned Ruin, da stand es gerade. So, dann habe ich jetzt alles erledigt. Kann ich noch einen Auftrag annehmen? Ich glaube nicht, weil ich heute den Auftrag angenommen habe. Ne? Bleibst du kurz hier? Herr Presley. Ich gucke gerade nochmal nach. Ich glaube, ich kann keinen Auftrag mehr annehmen, weil ich ihn heute angenommen habe.
Nee, heute schon einen Auftrag angenommen. Siehst du, kann ich nicht mehr. Okay. Mach's gut, Anton. So, dann gehen wir jetzt auch mal nach Hause. Würde ich sagen, oder? Ja, ich glaube schon, ne? Zack. So. Du bleibst hier. Ich hoffe, du hast noch genug Essen. Wir gucken mal gerade. Hast du noch Essen? Kopfsalat hast du noch und Honig. Ja, das geht schon. Wie sieht's bei euch aus? Oh, du bist reif und total sauer. Da muss ich ganz dringend was tun. Das mache ich jetzt noch ganz schnell. Auch wenn die Episode jetzt eigentlich schon zu Ende ist. Ziehe ich das gerade noch schnell durch. So, wie sieht's bei euch aus? Ihr braucht auch Dünger. Okay, ich wusste es. Ich wusste es. Der Ertrag ist bestimmt schlecht. Ich frage mich, wie hoch der Ertrag ist, wenn man wirklich das die ganze Zeit hochhalten kann. Dass die immer happy sind. Ich bin mir nicht sicher. So, mal gucken. Dich kann ich nochmal hier... So, habe ich jetzt auf Maximum? Ja, dann kann ich noch ernten. Zeolite. Jawohl, ja. So, ich würde gerne... Kann ich nicht hier so Dünger? Ich kann kein Dünger hier rauf vorne. Was? Wieso geht das nicht? Von der anderen Seite geht es nicht, komischerweise. Okay, sehr merkwürdig. So, jetzt bist du wieder happy. Du hingst auch gerade ein bisschen hinterher, ne? So, bei dir nochmal... Dass du wieder happy bist. Der hängt hinterher, das ist aber zu viel, ne? Ja. So, dann. Ernten? Nee, ausruhen will ich nicht. Geerntet habe ich auch noch, siehst du. Das ist alles in einem Waschgang hier und man hat nichts gesehen. So, das kommt dann da rein. Und Dünger kommt wieder zurück und Holz kommt dann wieder drüben rein. Ich werde auch mal gucken, dass ich das jetzt zunächst mal umräumen kann hier. Ich habe ja hier noch ein paar Dinger. Oder ein so ein Ding. Da könnte ich eigentlich Dings noch dran machen. Muss mal schauen. Ich muss das sowieso mal ein bisschen besser machen. Wenn ich die Fabrik hier aufstelle, dann werde ich mal sehen, wie das aussieht. Aber da muss ich auch noch ein bisschen was draufhauen. Zeolit ist hier? Nee, habe ich auch noch nicht gehabt, ne? Zimt, nee, Zimt gehört da nicht rein. Zeolit. Oh, hier ist ja alles durcheinander jetzt auf einmal. Was habe ich denn hier angestellt? Mache ich das so? Mache ich erstmal so. Anders geht's nicht. Das ist auch separat hier, ne? Ja. Ich weiß aber leider nicht, wohin damit. Zimt, nee, Zimt gehört hier hinten. Nein, wieso habe ich denn Zimt hier, sehr merkwürdig. Habe ich das nicht irgendwo hier drin? Da. Da ist Zimt drin, siehst du. Wo habe ich denn Zimt hergekriegt? Jetzt hier. War das irgendein Bonus? Ich bin mir nicht sicher. Egal. So, jetzt haben wir es 8 Uhr. Gute Zeit zum Schlafen gehen. Ich hau mich jetzt ins Bett. Jawohl, ja. So, ein neuer Tag, ein neues Glück. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.